Dieses Mal ist es der 32. Funkflohmarkt und logischerweise unterbrechungsfrei jetzt seit 32 Jahren. Und bei doch recht schönem Wetter können wir uns über ein volles Haus freuen. Und so wie es bis jetzt aussieht, passt es. Ursprünglich stammt die Idee ja von Jürgen Karnert, DF7KP, der das als Anlass genommen hat, mal für unser Clubhaus entsprechende finanzielle Ressourcen auch ein wenig frei zu machen, damit das Clubleben sich weiterentwickeln kann, Relaisfunkstellen finanziert werden können und ähnliches. Das war der Ursprung eigentlich aus einem Bedarf und dass sich das so entwickelt hat und so eine feste Institution geworden ist, damit hat anfangs sicherlich keiner gerechnet. Momentan müssten wir aus 4 oder 5 Ländern entsprechend das drin haben. Wir haben Engländer, Belgier, Holländer natürlich. Da ist es auch so, dass wir uns mit den Terminen häufig mit holländischen anderen Funkflohmärkten auseinandersetzen bzw. die abstimmen, sodass dort die Aussteller auch die Möglichkeit haben, sowohl hier als auch dort zu sein. Denn hier im Westen, wie wir nennen, der Funkertreff im Westen, ist es schon so, dass wir da auch über die Grenzen blicken müssen.